Willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Frog Coffee Kanal. Wie erkenne ich guten Kaffee? Eine gute Frage, zu der wir dir gerne ein paar Tipps geben wollen. Geschmack ist sehr subjektiv, aber es gibt trotzdem einige Hinweise und Informationen, auf die man achten kann, um einen schlechteren Kaffee von einem guten zu unterscheiden. Tipp Nummer 1. Kaffee als ganze Bohne einkaufen. Natürlich wird dann eine Mühle benötigt, aber es lohnt sich. Kaffee ist zwar trocken und schimmelt nicht so schnell, allerdings sollte man Kaffee trotzdem so frisch wie möglich trinken. Kaffee verliert schnell an Aroma und kann ranzig schmecken, sobald er länger in Kontakt mit Sauerstoff kommt. Gemahlener Kaffee ist noch viel anfälliger dafür. Außerdem ist eine Begutachtung der Bohnen beim gemahlenen Kaffee nicht mehr möglich. So kann auch schlechter Kaffee verarbeitet werden und landet am Ende in unserer Tasse. Tipp Nummer 2. Auf den Preis achten. Bei Kaffee ist teurer auch sehr wahrscheinlich besser. Kaffee, der aktuell um die 10 Euro pro Kilo kostet, kann, wenn 2,19 Euro Kaffeesteuern sowie die Kosten für Anbau, Ernte, Verarbeitung, Verschiffung, Transport, Handel, Röstung und Verpackung abgezogen werden, einfach nicht von guter Qualität sein. Gerade wenn dieser um die halbe Welt transportiert wird und alle in der Handelskette gerne auch Gewinn machen möchten. Niemand würde Wein aus dem Tetrapack als guten Wein bezeichnen. So verhält es sich auch mit sehr günstigem Kaffee. Tipp Nummer 3. Bio-Kaffee muss nicht, aber kann besser sein. Da für zertifizierten Bio-Kaffee einige Vorschriften für den Anbau gelten, kann es sich auch positiv auf die Qualität auswirken. Leider ist das Siegel aber kein eindeutiges Zeichen für Qualität. Tipp Nummer 4. Immer nur die Menge einkaufen, die man auch in kurzer Zeit verbrauchen kann. So kann man auf Nummer sicher gehen, auch frischen Kaffee einzukaufen. Guckt euch gern dazu unser Video zur Kaffeeklammer an, um zu erfahren, wie ihr den Kaffee am besten frisch hält. Tipp Nummer 5. Viele Informationen auf der Kaffeepackung sind gut. Je mehr wir auf der Verpackung vom Kaffee erfahren, desto besser können wir die Qualität des Kaffees einschätzen. Angaben wie 100% Arabica oder Hochlandkaffee sind wenig informativ und leider nicht sehr transparent. Unter den Begriffen können viele Qualitäten fallen. Informationen zu Anbauland, Anbauregion oder der genauen Anbauhöhe können viel aussagen. Zum Beispiel können wir so ausschließen, dass es sich dabei um eine Riesenmischung, ein Blend, aus 10 oder mehr Sorten handelt. Arabica wächst generell in höheren Lagen, deswegen ist die Angabe als Hochlandkaffee wertlos. Wichtig ist auch eine Angabe zum Röstdatum, um möglichst frischen Kaffee einzukaufen. Leider ist das bei den meisten Röstern nicht üblich. Daher lohnt sich das Zurückrechnen. Kaffee wird oft mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum von 1 oder 2 Jahren angegeben. Kaffee schmeckt allerdings am besten, wenn er 2 oder 6 Wochen alt ist und man ihn dann nach der Röstung trinkt. Auch bei der Verpackung selbst kann man einiges beachten. So sollte eine Packung ganze Bohne auch immer ein Ventil enthalten. Wem die Umwelt nicht egal ist, sollte Kaffee in einer Verpackung ohne Aluminiumbeschichtung kaufen. Auch wenn dieser das Aroma am besten schützt. Je mehr Informationen auf der Verpackung stehen, desto transparenter ist der Röster. Sollte allerdings wenig Informationen auf der Verpackung stehen, lohnt sich der Blick auf die Website der Rösterei. Aus Designgründen werden viele Informationen auch weggelassen. Tipp Nummer 6. Ein gutes Bohnenbild. Sobald der Kaffee eingekauft ist, kann man sich den Kaffee endlich ansehen. Dafür benötigt man kein besonderes Fachwissen. Die Bohnen sollten gleichmäßig geröstet sein, also den gleichen Braunton aufweisen. Alle Bohnen sollten ungefähr die gleiche Größe besitzen. Außerdem sollte die Packung wenig Bruch enthalten. Durch den Transport können Bohnen schon mal brechen. Viel Bruch deutet aber auf eine mindere Qualität der Bohnen hin. Auch Schädlingsbefall ist ein Zeichen von minderer Qualität. Die Kaffeebohnen sollten keine kleinen Löcher besitzen. Wir wollen euch nach den vielen praktischen Tipps gerne noch eine Kaffeeempfehlung geben. Der neue Mukamo Naturale. Ein toller Bio- und Fairtrade-Kaffee mit einem intensiven, würzigen Geschmack. Und mit Nuss- und Kakaonoten. Der Kaffee ist eine Espresso-Röstung und als Blend aus 70% Arabica und 30% Robusta. Die Arabica-Bohnen stammen aus der Anbauregion Hiola, aus Kolumbien und aus Peru. Der Robusta kommt aus Indien, aus der Region Kerala. Neu ist, dass Mukamo den Kaffee in einer alufreien Verpackung abfüllt. Natürlich findet ihr den Kaffee auch bei uns im Shop. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ich hoffe, euch helfen die Tipps, um den perfekten Kaffee für euch zu finden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Wenn euch ein anderes Thema zu Kaffee interessiert oder ihr eine Frage habt, schreibt uns diese gerne in den Kommentaren. Dann am besten auch direkt unseren Kanal abonnieren, um das nächste Video nicht zu verpassen. Tschüss!